Herzlich willkommen zum neuen Coronavirus-Update heute am 9.10.2020. Wir haben neue Zahlen erhalten vom Lagos Landesamt für Gesundheit und Soziales hier in MV für MV. Und bevor wir mit den News starten, allgemeine Informationen, unterstützt unseren Kanal. Ganz einfach abonnieren, damit helft ihr uns größer zu werden und euch mehr zu bieten, als wir es jetzt schon machen allgemein. Also abonniert unseren Kanal, ist für euch kostenlos und wenn ihr informiert werden wollt, wann wir neue Videos kommen, neben Abonnieren noch die kleine Glocke aktivieren, dann kriegt ihr sofort eine Push-Up-Meldung. Oh, neues Video online. Also abonnieren, teilen. Los geht's mit dem Coronavirus-Update hier auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, Wochenende gibt es immer keine Zahlen. Im Moment noch nicht mehr. Kann sein, dass das Ganze vielleicht jetzt doch bald wieder starten wird, weil das Landesamt für Gesundheit und Soziales meldet heute 30 Neuinfektionen. Das bedeutet, in MV steigt der Gesamtzahl auf 1.374 seit Beginn der Corona-Krise. Das RKI meldet, dass seit Anfang der Corona-Krise ca. 1.139 Personen wieder gesundet sind. Das bedeutet gegenüber zu gestern ein Plus von 7, beziehungsweise ca. 215 Menschen, die noch an Covid-19 leiden. Auch die Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, die Zahl ist leicht gesteigert. Stand zu gestern plus 3 Personen mehr, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das bedeutet da 154 seit Beginn der Corona-Krise. Wie sind die Zahlen im Einzelnen? Wir fangen mit den kleinsten Zahlen an. Ludwigslust, Parchim und die Hansestadt Rostock haben jeweils 2 neue Infizierte. Das bedeutet, in Ludwigslust-Parchim steigt die Zahl auf 182 und in Rostock auf 214 seit Beginn der Corona-Krise. Weiter geht's mit Nordwest-Mecklenburg und Vorpommern-Rügen. Da sind jeweils 3 neue Infektionen aufgetreten. Nordwest-Mecklenburg 153 seit Beginn der Corona-Krise. Vorpommern-Rügen 134 seit Beginn der Corona-Krise. Im Bereich Vorpommern-Greifswald gab es 5 Neuinfektionen, 228 seit Beginn der Corona-Krise. Und dem Vogel abschießen tut heute die Mecklenburgische Seenplatte mit insgesamt 15 Neuinfektionen. Das bedeutet 219 seit Beginn der Corona-Krise. Ja, die Zahlen schwanken in MV umher, wie auch allgemein Deutschland. Da war der letzte Wert von gestern über 4.500. Neue Infizierte, da sind wir in MV noch glücklich mit. Mal sehen, wie es weitergeht. Bis jetzt sieht es so aus, wortwörtlich, als wenn das Ganze langsam, aber sicher mehr und mehr ins Rollen kommt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder zum neuen Coronavirus-Update. Wenn ich keine weiteren Zahlen erhalte, dann wieder am Montag. Also bleibt dran, bleibt gesund. Folgt mir auf Instagram unter marcolorenz-youtube. Bis dahin, wie vorhin schon erwähnt, abonnieren, teilen, weil für euch ist das Abonnieren kostenlos, kostet nichts und uns bringt es ein paar Vorteile, die wir natürlich an euch weitergeben. Also, tschüss, euer Marco Lorenz, bleibt gesund.